hoffe, Holiday ist da draußen sicher. Die Zeit ist reif. Die Leuchtsignale scheinen hell und die Leylinien sind in Position. Meine Tekkiens sind bereit, das Ritual durchzuführen, das Savathun von ihrem Wurm befreit. Sie behauptet zwar, sie würde uns im Kampf gegen die Schwarze Flotte und die Entität helfen, doch man darf ihr nicht trauen. Du hast ihr genügend Informationen für meine Absichten entlockt. Ich werde tun, was getan werden muss. Doch Xivu Arat wird ihre Schwester oder den Wurm nicht kampflos aufgeben. Ich brauche dich erneut, Hüter. Deine gewaltsamen Fähigkeiten. Triff letzte Vorbereitungen und komm in die träumende Stadt. Wir sehen uns, wenn du eintriffst. Hüter, dank deiner Bemühungen hat sich mein Zirkel wieder zusammengefunden. Sobald der blinde Quell bereit ist, wird das Ritual zur Exorzierung von Savathuns Wurm beginnen. Die Schar stört die Ausrichtung des blinden Quells. Richte die Leuchtsignale neu aus, um das Leylinien-Netzwerk zu aktivieren. Das erste Leuchtsignal ist aktiviert. Bleiben noch zwei weitere. Die Leylinien verbinden sich. Noch ein Leuchtsignal.
Die Leylinien vibrieren mit Energie. Es ist alles bereit. Finde dich für das Ritual in meiner Säule ein. Sieh zum Himmel auf, Hüter. Lausche dem Gebrüll der Wurmgötter. Nach Jahrtausenden unstillbarer Zerstörungswut sind sie gegen meine Vergeltung machtlos. Dies ist Xivu Arads letzte Chance, Savatun zu ergreifen. Sie entsendet alle vor Ort verfügbaren Truppen zur Säule. Benutze die Teleporter, um so schnell wie möglich zu uns zu stoßen. Korsarinnen, zu mir! Lasst euch zum Eingang zurückfallen! Haltet diese Stellung bis zur letzten Soldatin! Für das Riff! Hüter! Aufgrund der aktivierten Leylinien strömen Xivu Arads Truppen aus der Aszendentenebene hervor. Verstärkung ist eingetroffen. Sammelt euch, Riffgeborene. Wir werden überrannt. Durchbricht die Reihen der Schar. Tod der Schar!
Hüter, dank deiner Bemühungen hat sich mein Zirkel wieder zusammengefunden. Sobald der blinde Quell bereit ist, wird das Ritual zur Exorzierung von Savatuns Wurm beginnen. Die Schar stört die Ausrichtung des blinden Quells. Richte die Leuchtsignale neu aus, um das Leyliniennetzwerk zu aktivieren. Das erste Leuchtsignal ist aktiviert. Bleiben noch zwei weitere. Die Leylinien verbinden sich. Noch ein Leuchtsignal. Die Leylinien vibrieren mit Energie. Es ist alles bereit. Finde dich für das Ritual in meiner Säule ein. Sieh zum Himmel auf, Hüter. Lausche dem Gebrüll der Wurmgötter. Nach Jahrtausenden unstillbarer Zerstörungswut sind sie gegen meine Vergeltung machtlos. Dies ist Xivu Arads letzte Chance, Savatun zu ergreifen. Sie entsendet alle vor Ort verfügbaren Truppen zur Säule. Benutze die Teleporter, um so schnell wie möglich zu uns zu stoßen. Korsarinnen, zu mir! Lasst euch zum Eingang zurückfallen! Haltet diese Stellung bis zur letzten Soldatin! Für das Riff! Hüter, aufgrund der aktivierten Leylinien strömen Xivu Arads Truppen aus der Aszendentenebene hervor. Wir werden überrannt. Durchbricht die Reihen der Schar. Verstärkung ist eingetroffen. Sammelt euch, Riffgeborene. Tod der Schar!
Hüter, begib dich zu uns. Das Ritual wird gleich beginnen. Hallo, Liebling. Osiris bewunderte deine Geduld, doch auf mich wirkst du nervös. Hast du Zweifel? Zweifel sind nützlich, aber zweischneidig. Lass dich nicht vom Weg abbringen. Tja. Lass ihn in Ruhe und halte deine Versprechen. Oder er wirft dich Xivu Arad zum Fraß vor. Und dann würde sie auch euch verschlingen. Warum müssen wir uns bedrohen? Ich mache nur meine Haltung klar. Es ist Zeit. Ilaya, Siari, Austin und Savatun. Wir sind Schwestern der Stunde, durch Schicksal gebunden. Öffnet euch eure Bande. Werdet eins. Verbannt den Parasiten aus unserem Kollektiv. Dieser Moment ist nur ein Zündholzstrich. Das Feuer, das wir entfachen, wird lange brennen. Seid bereit. Eine große Zahl von Xivu Arads Streitkräften nähert sich unserer Position. Schützt die Königinnen! Niemand kommt hier rein! Xivu Arads Truppen nähern sich deiner Position. Verteidige Königin Mara und die Tekkiens, bis das Ritual vollendet ist. Ich halte die Stellung, solange ich kann! Schlag die Feinde zurück!
Xivu Arad ist verzweifelt. Als letztes Mittel schickt sie nun ihren neuen Champion. Ihr könnt mir nichts anhaben! Xivu Arad ist verzweifelt. Als letztes Mittel schickt sie nun ihren neuen Champion.
Pläne sind immer heikel. Zwei Leute können für dieselben Ereignisse völlig andere Enden vorhersehen. Ich wurde ausmanövriert. Und Savathun ist mir entglitten. Ich war mir sicher, dass mein Pfad ans Ziel führen würde. Aber Änderungen sind nur Umwege. Nur mit Ausdauer erreicht man sein Ziel. Es wird immer Rückschläge geben. Vergiss beim Klettern niemals den Gipfel. Nachdem der 14. Heilige Osiris in euren Turm gebracht hat, haben meine Tekkiens seine Identität überprüft. Savathun hat Wort gehalten. Und sie entkam nicht ohne Verluste. Ich habe ihren Wurm. Er wird uns viele Einsichten liefern. Der Fluch der träumenden Stadt kann gebrochen werden. Geh nach Hause, Hüter. Bereite dich auf das Unvermeidbare vor.
hast wieder eins geschrottet, Ariadne. Tja, dann stell dich mal an, Süße. Osiris lebt. Ich danke dir, Freund. Savatun wollte ihn begraben, wollte mit ihm als Währung handeln. Sie trug sein Gesicht und sprach mit seiner Stimme, doch es waren nicht seine Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass die Hexenkönigin Wort hält. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Er schläft. Ohne das Licht ist es schwer zu sagen, ob er sich erholen wird. Aber er ist sicher. Ich brauche Zeit, Hüter. Ich werde mich um Osiris kümmern. Wenn er aufwacht, soll er als erstes mein Gesicht sehen. Vielleicht scherze ich dann, dass wir jetzt quitt sind. Savatun hat viele Feinde. Aber sie kennt den 14. Heiligen noch nicht. Wir finden sie. Und diesmal wird sie es sein, die begraben wird. Schick einen Boten an Ikora. Sie hat eine neue Liebe. Osiris lebt. Ich danke dir, Freund. Savatun wollte ihn begraben. Wollte mit ihm als Währung handeln.
Sie trug sein Gesicht und sprach mit seiner Stimme, doch es waren nicht seine Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass die Hexenkönigin Wort hält. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Er schläft. Ohne das Licht ist es schwer zu sagen, ob er sich erholen wird. Aber er ist sicher. Ich brauche Zeit, Hüter. Ich werde mich um Osiris kümmern. Wenn er aufwacht, soll er als erstes mein Gesicht sehen. Vielleicht scherze ich dann, dass wir jetzt quitt sind. Savathun hat viele Feinde. Aber sie kennt den 14. Heiligen noch nicht. Wir finden sie. Und diesmal wird sie es sein, die begraben wird. Ich weiß, wie es sich anfühlt, sein Licht zu verlieren. Allein zu sein. Du wirst nie mehr allein sein. Ich wandte mich ihm zu und er schleuderte mir den Schild an den Kopf. Ein junger Titan.